So, ein herzliches Willkommen bei dem Eurotruck, sage ich schon, bei dem, hey, ETS, wollte ich auch schon wieder sagen. Was ist denn heute nur los? Meine Güte. Ja, beim LS13, Folge 23 sind wir schon mittlerweile. Und, ich bin immer noch fleißig dabei, hier das Zeug da reinzuschaufeln. Ich habe natürlich nicht weitergemacht. Ohne euch würde ich natürlich nie weitermachen. Es sei denn, ihr möchtet, dass ich jetzt den Hänger so voll mache. Ich habe vergessen, meinen Timer zu starten. Gerade eben habe ich noch zurückgesetzt. Ja, ich mache wieder eine Aufnahmesession. Bedeutet, ich mache wieder hintereinander weg ein paar Videos. Heute mal also mitten am Tag, was natürlich schön ist. Und ich hoffe, dass ich heute so viele Folgen aufnehmen kann, dass ich mal wieder ein bisschen Zeit habe. Denn ich muss ein bisschen vorproduzieren, wenn ich nämlich wieder keine Zeit habe. Irgendwie fühlt sich der Anhänger nicht. Fühlt er sich überhaupt? Okay, wir merken uns mal die 4000. Wenn er sich nämlich jetzt nicht füllt, schmeißen wir die ganze Zeit nämlich den ganzen Dreck die ganze Zeit in irgendwo hin. Nicht dahin, wo es hin soll. Das wäre ja schade. Ja, in der letzten Aufnahme haben wir schon wieder begonnen gehabt. Oh, so wunderschön so. Und jetzt müssten ja dann über 6000 bzw. 7000 draufstehen, ne? Bäh. Bin hängen geblieben. Meine Schuld. Da hat einer einen Doppel-D-Träger hingebaut. Ja, hört doch auf, mit dem Arsch nach oben zu gehen. Ist doch keine Ente. Also ich rede von dem Federvieh, dem Federgetier. Es geht nicht viel rein. Also irgendwie kippt er immer die Hälfte daneben. Also ich würde sagen, bevor ich jetzt hier mein ganzes Silo leer mache und dahinter nichts mehr drin habe. Jetzt muss ich auch mal ganz kurz gucken. Sieht mir natürlich sehr schön, nämlich gar nicht. Ich speichere mal, das habe ich schon vergessen. Denn, oh, ist der laut! Ich habe vergessen, mal rauszugehen aus dem Spiel und mal das neu zu laden. Beziehungsweise den Ton. Das ist mir echt zu laut. Ich habe das doch hier schon runtergedreht. Meine Güte. Schön für das Video, was ich da sehe. Das ist die Kuhweide. Wir fahren jetzt mal hier über das Feld. Denn ich muss mal gucken, wo ich eine Abladestelle habe. Die Weizen. Das habe ich nämlich noch nicht getan. Hier haben wir eine Biogasanlage zur rechten. Oh, jetzt habe ich kurz aufgepasst. Mist! Verdammt. Klicke ich wieder raus. Komm schon. Nein! Nein! Verdammt! Ach man, das ist doch echt zum Kotzen. Man guckt einmal woanders hin, das ist doch nicht wahr. Ach, immer diese kleinen Traktoren. So, wir haben noch 39.000 auf dem Konto. Ja, wenn man unseren Anhänger mit abholen, der da vorne steht. Und ich glaube, wir fahren zur falschen Abladestelle, aber das ist jetzt erstmal. Ich hatte gesagt, probieren wir den besten Preis bei Billinger. Biogasanlage, okay, auf. Dann können wir zur Biogasanlage fahren. Das ist kürzer. Mal.
Boing. Nicht umkippen. Ja, genau. Bleib doch mal dran hängen. Danke. Das ist echt nicht wahr, oder? Man leckt mich doch am Pferdefuß. Das ist doch echt nicht wahr, oder? Was zum... Ernsthaft? Yay, es ist sich immer weiter nach drüben. Schlimmer als vorher. Das ist ja... Das ist ja wirklich Wahnsinn, oder? Ach, fahrt doch nicht zu weit, du Rindvieh. Das ist ja... Es ist nervig. Ganz ehrlich, es ist nervig, wenn man... Wenn ich wüsste, wie ich die Spots umbauen könnte, hätte ich das schon lange getan, weil es ist echt nervig hier. Ich weiß nicht, vielleicht schon ein Update für die Rubbelbär. Ach, das war's verkehrt. Super. Den wollte ich haben. Er steht wieder auf dem Zaun. Juhu! Auch diesmal ein bisschen günstiger. Hey Tobi, du bist doch durchgefahren. Ich weiß. Es kommt bestimmt irgendwann mal noch so ein Kommentar. Ja, macht das jetzt so? Nein, mach ich nicht. So, wir haben die Traktoren noch raus. Dann sehe ich nämlich hier mein Gewicht und dahinter das, was ich umpacken will. Zack. Jetzt hängt er da wieder auf den Zaun. Zack. Das machen wir jetzt so lange, bis der wieder da hängt. Ich versuch's mal hier, ob ich ihn weggedrückt kriege. Weil wir verbringen ja gerade die ganze Zeit damit, den Hänger irgendwo hinzustellen, dass ich den irgendwie wegziehen kann. Nicht reinhängen, nicht reinhängen, nicht reinhängen. Nicht reinhängen! Wenn ich da davor fahre. So, jetzt haben wir den Hänger so einigermaßen frei. Und ich würde sagen, wir waren sowieso auf der falschen Ecke. Hier. Obwohl, das ist eigentlich schneller. Was ist nur. Obwohl, das andere ist kürzer als noch da. Okay, wir fahren. Fahren das mal da hinten hin, dass wir jetzt ein bisschen Geld wieder haben und ach, wir haben ja schon wieder 43.000. Wo kommen wir die auf einmal her? Ich habe was verpasst. Aber ist der besoffen? Aber nicht Drogen oder was? Wo haben die Kreise gezogen? Was mit der 5 oder was? F5? Ich glaube F5, ne? Nee, auch keine Ahnung. Oder habe ich Autocombine rausgenommen? Ich weiß gar nicht mehr. Die findet man aber nicht. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ist echt nicht mehr wahr, ja. Es ist doch echt nicht mehr wahr. Ich hab das schon mal gehabt auf irgendeinem Feld, wo der hier rumgeeiert hat. So, Seemaschine zuklappen. Nein, Seemaschine senken.
ja machen, ich kenne ja halt selber. Ganz ehrlich, sowas nervt mich. Das ist. Oh. Ach, ich will einfach selber ein. Ich kann das selber machen. So. Wir haben nicht noch 6 Minuten. Das nervt. Wenn ich es immer gerade außen komme, ich genau dahin gehen wollte. So, auf der anderen Stelle. Ja. Ist mein Telefon ausgegangen? Ich glaub's ja wohl. Und da ist die Abladestelle. Und dann schauen wir doch mal aufs Geld, was wir denn so schönes bekommen. Wie viel wir denn bekommen. Naja, ist ja nicht gerade der Bringer, aber ich werde jetzt mal nebenbei gucken, ob wir nicht einen Frontlader, andere Seite, einen anderen Frontlader bekommen, weil 20. Der ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Ja. Ah, 196. Der hier, ihr seht schon, der hat Multifluid, den habe ich noch nicht getestet, den möchte ich aber mal testen. Extra für die Map hier. Und wenn wir nämlich mal schauen, wo geht mir ran? 500 Liter. Hilfschaufel, ja. Super. Ich habe auch keine Ahnung daran, dass man sagen kann, okay. Aber okay. Der eine hat ja gestoppt, ne? Der Hüdinger hat gestoppt. Nein, der Verwalter, okay. Jetzt kommen wir mal an. Hallo Leute. Hier haben wir mal kurz eine Dings für Zuckerrüben, sollte ich das hier sehen, ne? Dann ein wunderschönes Fragezeichen, da können wir mal reinlaufen. Zip. Kartoffeln und Zuckerrüben. Okay. Es gab am Anfang die Möglichkeit, wenn man auf die Map kommt, sich auszuwählen, ob man sich Objekte mit dazu kaufen kann. Ich glaube, das geht im Menü hier. Oder halt nicht. Und ich habe mich dafür entschieden, keine Objekte dazu zu kaufen, denn ich denke mal, da müssten wir alles dazu kaufen, was wir hier haben. Und das wollen wir ja nicht. So, wir sehen mal schön im Herd noch, das ist wunderbar. Und wir sind schon wieder zum Hof. Oder fast. Wir müssen da hoch und wir sind jetzt hier. So. Okay, er ist fertig. Dann werden wir auf alle Fälle eins machen, nämlich das Heu noch verkaufen, das wir hier auf dem einen Anhänger haben. So. Und dann werden wir auf alle Fälle noch ein Gewicht kaufen, denn wir brauchen noch ein Gewicht für den anderen Kleinen. Jetzt geht bei dem wieder dahinter nur. Ich würde sagen, bis wir das Heu verkauft haben, machen wir die Folge noch. Dann ist Folge 23 schon wieder vorbei. Und in den nächsten Aufnahmen werden wir mal gucken, dass wir ordentlich Cash machen. Dann mal von Sigma auch noch einmal. So. Zack, Eingang, genau. Das werden wir jetzt vorne am Dings mal verkaufen, denn die haben ja 65%. Und ich glaube, Kühe hatten. Ich glaube, Kühe hatten wir keine. Tierbestand 0, genau, wir haben nämlich keine Tiere, da können wir das nämlich auch machen. Das ist kein Problem, wir können es verkaufen. Und ich würde sagen, irgendwann mal später holen wir uns auch Kühe, ne? Die dann hier schön auf der Weide grasen, dann können wir dann noch Milch, die auch Milch geben, wo die Milch auch verkauft werden kann. In der Hoffnung, dass ich das nicht auch noch machen muss, denn dann wird es ein bisschen stressig. Im Übrigen, ich wurde auch gefragt schon mehrfach, ob ich denn mal mit anderen Leuten zusammen Let's Play. Antwort
ja. Also, wer gerne möchte, kann mit mir gerne Kontakt aufnehmen. Und ihr seht da unten, wir kriegen Geld. So. Schaffen wir 60.000? Sieht nicht so aus. Ah, doch, die haben wir geschafft. Wunderbar. 60.000 haben wir jetzt. Und ihr seht, wir kommen voran. Und ja. Ein Minütchen haben wir noch. Und natürlich mache ich die Folge nicht so lange, bis es fertig ist, sondern glaube ich auf die Minute. Jetzt fahren wir den mal da rein, wenn der da reinpasst. Ich hoffe, der passt da rein, aber ich glaube, der war da auch drin. Bläh. So war das nix. Tobi. Das übt man noch einmal. Das müssen wir wirklich nochmal üben, ne? Der tut den erst eindrehen. Da bin ich schon 5 Meter gefahren. Dann dreht er sich erstmal ein. Bläh. Bläh. Ich habe meine Festplatte gerade voll. Das fängt an zu denken. Ich denke, meine Festplatte läuft gerade wieder voll. Und in dem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns, bevor die Festplatte komplett voll ist und die Aufnahmen verschwinden. Und macht's gut, bis dahin!